Ja, manchmal passieren Sachen im Leben, die einen ein wenig zurückhauen. Und das war bei mir jetzt so. Am 30. hätte ich Geburtstag gehabt und da ist eine neue Verwandte gestorben. Jetzt muss ich mich da erstmal drum kümmern. Und deswegen habe ich jetzt bei dem Projekt nicht so weitermachen können. Aber schon langsam. Ja, finde ich da wieder einen Weg frei, beziehungsweise habe ich wieder mehr Muße und Zeit. Genau, jetzt wollte ich euch mal sagen, wie es bei mir weitergeht. Ab Montag mache ich wieder verstärkt Videos, also auch wieder für die Aufnahmen für die Multimedia-Show. Dann werde ich mich demnächst um Texte kümmern, weil ich morgen, wenn es so ganz frei interpretierbar ist, dann verstehen es viele nicht. Ja, ich stelle mir das alles sehr schlüssig vor und so, aber das ist halt in meiner Fantasie und ich mag es ja die anderen verständlich machen. Ich habe einen Synchronsprecher in der Schweiz. Der übernimmt mir das. Ich habe ihm gesagt, dass es am besten wäre, wenn wir es auf Englisch und auf Deutsch machen würden. Aber vorrangig jetzt mal Englisch, weil es soll ja doch für internationales Publikum geeignet sein. Und ich denke, ich werde es so untertiteln dann vielleicht auch auf Deutsch. Dann passt's immer. So oder so halt. Und also alles, was Audio angeht, das sind jetzt dann die nächsten Schritte. Zwei Videoaufnahmen habe ich noch. Das ist die Freundschaft und die Courage, also die Gefühle. Da werde ich was mit Tanz oder Choreo-Bewegungen halt mir ausdenken. Ich bin noch nicht recht weit. Aber weniger Zeit habe ich noch und es braucht ja auch nicht lang dauern. Also die Show soll ja nicht über 20 Minuten lang sein und ich glaube, ich habe jetzt schon ziemlich viel. Jetzt zeige ich euch mal, was ich an musikalischen Input gedacht hätte. Das ist die Szene 1, die geht los mit der Detektivin. Und das war dann Sam Taylor and his All-Star Jazz. Oder Denise Soleil, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, mit Harlem Nocturne. Das muss ich mir noch aussuchen, was für Version da am besten passen wird. Dann kommt die Freundschaft, also die Alienfrau. Da hat dann Utopia von Goldfrapp sehr gut passen. Darauf folgt die Zweiballnummer, das ist Kevin MacLeod mit Crusade. Meine ich zumindest. Zwischenszene 4 und 5. Ah ja, genau, dann kommt Elaine, meine Haus- und Hofmusikerin, beziehungsweise Band mit Amber Fields. Dann habe ich für den Hass Doyle W. Donahue, Vindiction. Die Bugang-Nummer, das ist Carlos Estella mit Coming Back to Life. Das ist immer gut, weil es GEMA-frei ist. Aber in der Show ist jetzt aus Zusammenstellung wurscht, weil Goldfrapp habe ich einen GEMA-Fluch oben. Dann habe ich den Kampf mit. Na, ich habe nichts gesagt. Dann haben wir die Elfe mit Gary Stadler, ist dann Otherworld, das Intro. Und Elaine, die Elfen des Waldes, ist die Vierballnummer. Dann kommt die Choreo, also Tanz mit Courage. Das ist Goldfrapp wieder, weil man gedacht hat, das passt ganz gut zusammen, dass man immer
einen ähnlichen Stil immer wieder aufgreift. Und da hilft es, wenn man ähnliche oder die gleiche, also die Band wieder hernimmt, die man schon mal genommen hat. Strict Machine. Dann ist eh schon das Finale mit Elaine, also nochmal Elaine, das habe ich dreimal. Mit More Stars. Und das Outro, das werde ich dann aufteilen zwischen Strict Machine und Harlem Nocturne, war dann der Abspann. Ich denke, ich lasse das so runterlaufen, was noch steht. Und ich muss ja meine Förderung da, das Logo da, das Fonds für darstellende Künste, na, das ist nicht das Logo, aber das schaut ähnlich aus. Das werde ich da mit reinbringen müssen. Ich glaube, das soll ich sogar bei den Videos jetzt so auch machen. Aber das weiß ich nicht genau. Bisher habe ich es nicht gemacht. Aber ich glaube, das werde ich demnächst mal dort an. Weil Kollegen machen es auch so. Das sind die nächsten Schritte und ab Montag sehen wir uns wieder regelmäßiger. In 2 oder 3 Wochen gehe ich dann in die Videoproduktion. Also da werde ich es dann am Computer bearbeiten alles. Das heißt, da mache ich euch dann Videos und erzähle euch, was ich gerade heute halt bearbeitet habe oder wie es ausschaut. Und jetzt schaue ich, dass ich im Privaten da wieder ein bisschen klar Schiff kriege. Beziehungsweise den Kopf ein wenig frei kriege. Wird nur ein wenig dauern, schätze ich. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr einen Ringsquantel? Der war ja mal Chirurg, meine ich. Und der hat gesagt, also er ist der Tod auch öfter begegnet in seiner beruflichen Laufbahn. Da hat er gesagt, sein Typ ist er nicht. Und mein Typ ist er auch nicht. Also, war tot. Dementsprechend, da hat man schon immer zum Knabbern. Aber es hilft ja nichts, es muss weitergehen und das Projekt geht auch weiter. Bis Ende April bin ich dann soweit fertig. Und dann kann ich es hoffentlich sowas wie uraufführen, das wird am Lockdown liegen. Ob da bis dahin irgendwas geöffnet hat, was Bühnenmäßiges, weil ich brauche halt eine gewisse Tiefe von der Bühne her mit dem Projekt, also mit dem Beamer, mit der Projektion von dieser Rückprojektion, weil ich stehe ja davor, vor der Leinwand und ich muss mir auch noch beraten lassen, was den Beamer angeht, weil ich habe noch keinen. Und ich kenne mich da auch nicht so wirklich aus. Ich weiß jetzt nicht, was ich da genau brauche, was für Qualität davon nötig ist. Und es soll halt meine Größe ungefähr wiedergeben können. Weil ich begegne ja mir auf der Leinwand. Dann wäre es cool, wenn es ungefähr, wenn wir ungefähr gleich groß waren. Das sind so Überlegungen, das muss ich alles erst ausprobieren und ich hoffe, dass halt das Equipment dafür dann schon richtig ja, angeschafft werden kann. Und dafür wäre es gut, wenn ich jemand an der Hand hätte, der sich damit auskennt oder jemand in einem Laden wenigstens, der mir Bescheid geben kann oder der mich beraten kann. So übers Internet mache ich das jetzt ungern. Aber das wird der Lockdown entscheiden, wie es da weitergehen kann. Ja, und vor allem wann. Ansonsten muss ich das irgendwie ja, aus Trockenübung quasi dann einfach fertig machen, alles was auf der Leinwand war. Und zu späterem Zeitpunkt das dann mal uraufführen. Genau, dann ja, die sagen, wir sehen uns Montag oder Dienstag wieder. Das weiß ich noch nicht, wie sich das ausgeht. Alles klar, euch eine gute Zeit.